Deswegen kann man auch immer wieder sagen, dass sich das Ganze natürlich wieder jeden Moment ändern kann. So wie jetzt gleich oder morgen oder vielleicht auch erst in einem Jahr. Oder vielleicht auch erst in einem Jahr. Oder vielleicht auch erst in Oh Mann, ich hasse es, wenn ich recht habe. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Paleo Stuff Video. Und ja, wie ihr seht, geht es mal wieder um den berühmtesten Dinosaurier der Welt, der entweder mal an Land läuft oder mal einen Paddelschwanz hat oder schwimmt oder was auch immer. Ebenfalls möchte ich mit euch wieder über Spinosaurus reden, weil es nämlich wieder neue Erkenntnisse gibt über seine Verhaltensweisen und über seinen Lebensstil. Mal ist es ins Wasser gegangen, mal hat es gewartet, mal hat es irgendwas anderes gemacht und irgendwann war es sogar mal ein Theropode wie T-Rex. In der frühen Geschichte von Spinosaurus ist schon so viel passiert und jetzt hat man tatsächlich wieder neue Erkenntnisse dafür gefunden, dass es tatsächlich mehr unterstützende Theorien bzw. untermauerte Theorien gibt, die tatsächlich beweisen, dass Spinosaurus Aegyptiacus genauso auch wie Baryonyx mehr im Wasser gejagt haben als zum Beispiel andere Tiere. Diese Studie ist von Isa Ibrahim selbst und ich möchte euch mal damit vertraut machen, wie es jetzt tatsächlich die These noch mehr unterstützt, dass er tatsächlich im Wasser unterwegs war. Diese Studie basiert tatsächlich auf die Dichte von Knochengewebe anhand von mehreren Theropoden, Dinosauriern und Spinosaurus bzw. Suromimus und Baryonyx an sich. Man fand tatsächlich heraus, dass Theropode Dinosaurier wie zum Beispiel Tyrannosaurus Rex einen ziemlich hohle Knochen hatten und deswegen auch mehr an das Leben an Land eingestellt waren. Dazu nahm man tatsächlich 300 verschiedene Knochen von verschiedenen Spezies ausgestorbener und noch heute lebender Arten. Und man konnte speziell bei manchen Arten tatsächlich die Knochendichte diesbezüglich landlebender Tiere und auch in Wasser lebende Tiere tatsächlich nachweisen und diese tatsächlich auch auf Spinosaurus, Suchomimus und Baryonyx übertragen. So haben zum Beispiel heute lebende Hippos auch ziemlich dichte und feste Knochen, im Gegensatz zu manchen anderen Tieren, weswegen die zum Beispiel untergehen wie ein Stein. Aber solche Tiere wie zum Beispiel Vögel schwimmen zum Beispiel auf dem Wasser, obwohl sie selbst sogar landlebend eingestellt sind. Und deswegen stellte man tatsächlich auch fest, dass Sauropode-Dinosaurier vor allem sehr massive Beinknochen hatten, welche begünstigten, dass diese Tiere vor allem auch etwas eingesunken sind, wenn die zum Beispiel im Wasser gewesen wären. Aber das Interessante ist vor allem auch, dass gerade auch Spinosaurus und selbst auch Baryonyx eigentlich schwere Knochen hatten. Aber diese haben sich tatsächlich dadurch begünstigt, dass diese Tiere tatsächlich in der Lage waren, eigenständig zu tauchen und auf Futtersuche zu gehen und dann deswegen auch im Wasser geschwommen sind. Suchomimus dagegen bildet tatsächlich eine sehr eigene Ausnahme diesbezüglich, weil Suchomimus tatsächlich mehr an Land unterwegs war, beziehungsweise eher amphibisch wie ein wartendes Lebewesen. Diese Studie hat aber auch vor allem gezeigt, dass andere kleinere Dinosaurier, wie zum Beispiel das Troodon, welches hier tatsächlich aufgelistet wird, eher hohle Knochen hatten, beziehungsweise hohle Rippenknochen. Diese Untersuchung stützt sich nämlich eher auf die Dichte der Rippenknochen als alles andere, was auch wiederum bedeutet, dass es tatsächlich nicht unbedingt viele Lebewesen gibt, die dafür geeignet waren, tatsächlich im Wasser zu schwimmen. Aber das dürfte ja eigentlich auch ziemlich klar sein. Und man findet doch tatsächlich unter diesen Knochen sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und vor allem ziemlich schnell heraus, dass vor allem der Spinosaurus eine sehr dichte Masse an Knochen hatte, welches begünstigte, dass diese Tiere vor allem sehr gut tauchen konnten. Die andere Frage, die jetzt aber tatsächlich noch übrig bleibt, die ich jetzt überhaupt nicht rauslesen konnte, ist, wie verhielt sich dann sozusagen das Verhalten auf dem Land?
Ich frage mich nämlich jetzt selber, nämlich, ob die Errechnung der Knochendichte tatsächlich einen Einfluss darauf haben könnte, wie sich zum Beispiel der Spinosaurus auf dem Land fortbewegt hat. Bisher ging man tatsächlich immer davon aus, dass Spinosaurus aegyptiacus nämlich tatsächlich sich auf zwei Beinen fortbewegte. Kurzzeitig auf vier Beinen, dann aber auf zweien. Es gibt jedoch allerdings ein klitzekleines Problem, was Spinosaurus ausmacht. Das Problem liegt vielleicht vor allem daran, dass der zentrale Schwerpunkt des Spinosaurus aegyptiacus tatsächlich an den Beinen dieses Ungeheuers liegt. Ein zentraler Schwerpunkt kann natürlich auch ein kleines bisschen Einfluss darüber nehmen, wie sich ein Tier fortbewegt hat. Wäre er nämlich direkt in der Mitte, könnte sich der Spinosaurus tatsächlich im perfekten Gleichgewicht ohne Probleme bewegen. Jedoch ist ein bestimmter Gewichtspunkt tatsächlich dafür zuständig, wie sich die Tiere bewegen können oder auch nicht. Und im Gegensatz zu manchen anderen Tieren, wie zum Beispiel Vögel oder Krokodilen, ist Spinosaurus tatsächlich recht zweibeinig laut letzten Forschungen unterwegs gewesen, was sich aber vielleicht eventuell sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, wieder ändern könnte. Und tatsächlich wäre das auch kein Wunder, wenn der Spinosaurus aufgrund seines hohen Gewichts tatsächlich wie immer ein Wasserbewohner war, weil es nämlich heutzutage auch noch Vögel gibt, welche eine ähnliche Körperstruktur haben wie Spinosaurus aegyptiacus, mit recht nach hinten gesetzten Hinterbeinen und vor allem auch die Fähigkeit zu schwimmen viel mehr vereinfacht haben als zum Beispiel die Fortbewegungsweise an Land. Manche Vögel, wie zum Beispiel der Seetaucher, sind tatsächlich perfekte Beispiele von Tieren, welche sich so sehr an das Leben im Wasser angepasst haben, dass sie tatsächlich eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, richtig an Land zu leben. Die stark verlagerten Hinterbeine auf den hinteren Teil des Körpers sind tatsächlich der Grund, warum solche Tiere sich zum Beispiel nur robbend fortbewegen können, während sie zum Beispiel im Wasser total aufgehen. Es ist dem Fall auch gut möglich, dass Spinosaurus etwa genauso den evolutionären Nachteil inbegriffen war, wie es zum Beispiel der Seetaucher ist. Aber wenn man es sich mal so überlegt, ergibt das tatsächlich Sinn. Denn irgendwann musste der Spinosaurus ja tatsächlich wirklich mal an Land kommen, um vielleicht Eier zu legen. Aber hey, das ist nur eine Theorie. Eine Paläotheorie. Es wird also tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, Zeit, den Wadenspinosaurus tatsächlich noch einmal zu überdenken und zurück zum Schwimmenmodell zurückzukehren, welche durch diese Thesen tatsächlich mehr gestützt wird als jemals zuvor. Und das war das heutige Paleo-Stuff-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann gibt es bald noch viel mehr Neues zu sehen über Dinosaurier und andere Tiere der Urzeit. Also bis zum nächsten Mal, bis bald. Ciao.